Hey Leute, mir ist etwas passiert, bevor jetzt dieser Part startet. Und zwar habe ich die letzten 2 Stunden, wovon ich, oder 1,5 Stunden, 1,5, 2 Stunden, irgendwie sowas, habe ich aufgenommen und hinterher festgestellt, dass der Spielton nicht aufgenommen wurde. Ich werde es jetzt trotzdem hochladen, weil ich A am Ende vom Spiel bin, B ich dieses Spiel nicht von dort an laden kann und C ich absolut keine Lust habe, jetzt extra nochmal das Spiel zu spielen. Deswegen lade ich es mal hoch, wenn es komplett scheiße ist und jeder beschwert sich nur. Oder irgendwann eines Tages, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich das Spiel nochmal durchspiele, werde ich das auf jeden Fall vielleicht nochmal nachholen und mit Ton hochladen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich werde einfach jetzt andere Musik drunter legen. Und ja, ich hoffe, es passt so. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß. So, guten Morgen. Wir haben ausgeschlafen. Und gehen weiter auf die Suche nach Internetband. Okay, das war sehr elegant, wie ich da gerade runtergegangen bin. Hätte ich auch hier unser Nickerchen machen können. Fällt mir gerade auf. Naja, egal. Sag mal, Honey, wo ist dein dritter Ball? Irgendwas plastisch. Und irgendwo, wo wir die Bälle hinkicken. So, hier ist Plastik. Oh, ja, konnte ich bestätigen. Aber da ist nichts. Und hier ist auch nichts. Hier in dem Mülleimer kann es auch nicht gelandet sein. Ob alles in dem Garten von dem Hunier ist? Hier ist auch Plastik. Aber hier ist auch nicht. Auf dem Dach. So. Aha. Der war die ganze Zeit neben mir, während ich hier geschlafen habe. Ist klar. Na dann. Ball. Okay, jetzt scheitert es nicht nur, ihn zu finden, sondern auch da reinzulegen. Tipp. Du hast es geschafft, kleine Kartoffel. Danke, vielen Dank. Zur Belohnung gibt es ein offizielles kleine Kartoffelkostüm. Danke, große Kartoffel. Schiebermütze, ein offizielles kleine Kartoffelkostüm von meinem Freund, der großen Kartoffel. Ja, falscher Knopf. Sind wir jetzt ein Hund oder eine Katze? Das ist hier die Frage. Sind wir ein Hund oder eine Katze? Sagt irgendwas mit dem Hund? Das ist geschafft, kleine Kartoffel. Danke, vielen Dank. Okay, ne. Wir sind jetzt eine Hundskatze. Oder so. Gut, dann, nachdem wir unseren Verstand geschärft hat mit Mickeychen, haben wir ganz leicht das gefunden und machen uns jetzt auf den Weg. War ich hier oben schon? Ich kann mir absolut nichts merken. Ja klar war ich hier oben schon. Ich glaube, ich war hier schon 80 Mal. Nein, nicht runter. Nee, ich runter. Da. Oh, ne. Hä? Und jetzt nach? Jetzt. Okay. Wollt gerade aus irgendeinem Grund nicht. Huch. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Huch. Ich will. Aber nur. Nein. Ha! So. Hier hoch. Und.
Wir springen. Ist, glaube ich, sicherer wie laufen. So. Huch. Okay. Gut. Sonnenstrahlen. Okay. Gut, also da war das ist unser Anfangsgebiet. Da müssen wir. Ich glaube. Okay, ich wollte eigentlich hier hoch, um einen besseren Ausblick zu haben, aber ich glaube. Wir sehen von hier nichts. Dann halt nicht. Autsch. Nein, runter. Okay. Dann müssen wir noch das Chamäleon finden und wir müssen noch einen dritten Knochen finden von dir. Okay, okay, wo war denn nochmal... Wie ging nochmal das Rätsel vom Chamäleon? Irgendwas mit Snacks war das, glaube ich. Snacks. Wo gibt's denn Snacks? Oh, oh. Hier kann ich hochklettern. Erstmal die Töpfe runterschmeißen. Ah, ja klar, hier war... Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind, ja. Na! Jetzt. Warum? Wie kommt ein Vogel hier rein? Ah, wahrscheinlich wie wir. Oder einfach durch die Wände. Ist okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Was passiert, wenn ich nochmal gegen den Knopf renne? Huch. Ist ja lustig. Wir haben ausgesehen, dass das Waschpulver reingeworfen. Falscher Knopf. Nee, ich habe hier nicht getroffen. Ich glaube, es passiert nichts. Passiert hier noch irgendwas? Außer, dass wir da nicht mehr rein können, weil es alles seifig und so ist. Seifenblasen kaputt machen. Geht, glaube ich, auch nicht. Kann ich den Deckel zumachen irgendwie? Nee. Ich glaube, da passiert nichts. Okay. Hatte ich definitiv vor. Nicht. Okay. Wo kommen wir hier hin? Aha. Oh, ich sehe Blinkies. Da kommen wir auch irgendwie hin, aber nicht von hier. Oh, da ist ein Vogelnest. Oh, ich sollte manchmal ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich. Und jetzt irgendwie die Waschbrücke. Von 10. Das heißt, 2 fehlen uns noch. Oh, da hinten ist noch was. Also wieder zurück. Wieder zurück. Und einsammeln. Und es ist eine Teufelchenmütze. Das ist meine Schabernackmütze. Hihihi.
Ich glaube, die ziehe ich an. Vorher schön machen. Das passt doch. Aha. Okay, hier wäre man auch hochgekommen. Okay. Ah. Oh, das Wasser. Kann ich... Nicht so, wie ich gedacht hatte, aber ja. Okay, anderer Plan. Was? Hä? Was war denn das jetzt? Huch. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Okay. Hä? Was? Oh, okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Naja, ja. Es hat ja trotzdem irgendwie geklappt. Und dann kann man hier mehr hochklettern. Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Schlecht. So. Huch. Ja. Genau das hatte ich vor. Oh, hier sind Getränke drin. Vielleicht gibt es auch sowas wie mit Essen. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. Aber ich wüsste nicht wo. Oh, wir können ja zum Glück abkürzen. Hier hoch. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe absolut keinen Schirm. Wir sind hier. Ah, okay. Interessant. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, um irgendwo hinzukommen. Interessant. Okay. Gut. Also, das heißt dann... Wir müssen Automaten finden, wo Essen drin ist. Ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß es nicht. Wo könnten Automaten mit Essen stehen? Hier nicht. Es sind auch wieder nur Getränke drin. Schön, dich zu sehen, Kleines. Oh, okay, du sagst nichts. Sag mal, wo ist Essen? Ey, ich drücke mich nicht. Wo ist Essen? Oh, das gab einen Erfolg. Killerkätzchen, jage einen Mensch mit einem gefährlichen Gegenstand.
Wo ist das? Wo ist Essen? Nee, warte, du hast eine Dose in der Hand. Warte, wer hat Essen in der Hand? Hier hat's Essen. Aber nur... Aber ich denke, hier ist er nicht. Das ist ja eher mehr Essen und nicht ein Snack. Ich habe dir eine Schere gebracht. Ich hoffe, du freust dich. Ich denke... Ich gehe mal wieder rüber zu den Entis. Und guck mal da. Weil ich glaube, hier ist fertig. Und da ich absolut keine Orientierung habe, weiß ich nicht mehr, wo es ist. Von daher hier enden. Die sind wieder zurück. Oh, dachte ich, könnte ihn wecken. Okay, dann gucken wir doch mal. Hier stehen ganz viele. Otto, das ist was trinken. Aber. Ist er. Huhu. Okay, denken wir mal logisch darüber nach. Du kannst keine Infrarotbrille benutzen, um mich zu finden, weil ich kein Kaltblüter bin. Außerdem trägst du keine Brille. Und du scheinst nicht der Typ für einen Peisender zu sein. Sind Peisender etwa eine Frage des Typs? Also, es geht nicht direkt um den Typ, sondern eher um eine bestimmte Kreatur. Du meinst eine bestimmte Spezies? Ich meine Tanuki. Sie hat vor einem Jahr einen gefunden und ihn anschließend an allem befestigt, was sich irgendwie bewegt. Aha. Alles klar. Ich glaube nicht, dass sie die Daten überhaupt aufgezeichnet hat. Sie hat einfach gerne dabei zugesehen, wie sich der Punkt auf dem Scanner-Dings bewegt. Was ist mit dem Peisender passiert? Krea hat einen Datenschutzdienst ins Leben gerufen. Einen was? Eigentlich... Die Krea muss deutsch sein. Eigentlich hat er nur über Tanukis Schulter auf den Scanner geschaut und uns angeboten, uns im Tausch gegen Flaschendeckel zu verraten, ob der Peisender an uns hängt. Jedenfalls hat Tanuki sich dafür entschuldigt, dass sie sich zu sehr reingesteigert hat und ihren Peisender für eine Art Teleportationsprojekt umfunktioniert. Ist schon in Betrieb. Sie nennt es Patchwork. Ach, wirklich? Und es gab keine unvorhergesehenen Folgen? Was meinst du mit Folgen? Ist nicht so wichtig. Deine Antwort sagt mir alles, was ich wissen muss. Oh, ich hatte gerade eine Idee, wie ich das Tarnproblem lösen kann. Ich will es sofort ausprobieren und keine Zeit verlieren. Hier ist ein Hinweis. Einst waren die Echsen an der Macht. Sie steigen wieder auf. Gib Acht. Ich laue in der Gecko-Welt. Dort habe ich dich jetzt... Schwer geprellt, angebellt. Schwer geprellt. Ach, das soll Sinn ergeben, aber mein Reim mit Haut und Haar war plump. Aber das hat nichts mit meinem Hinweis zu tun. Versuchen wir es damit. Einst waren die Echsen an der Macht. Sie steigen wieder auf, gib Acht. Ich laue in der Gecko-Welt. Dort habe ich dich jetzt hinbestellt. Viel Glück, Kätzchen. Ja. Oh, da ist oben ein Vogelnest. Und ich sehe Efeu. Runterspringen. Haken verboten. Bespritze das schicke Auto mit Farbe. Und das war eigentlich nicht mein Ziel, aber... Okay. Heute ist Tag der zufälligen
Errungenschaften oder wie. Okay. Hihi. Da freut er sich bestimmt. Ich meine, er würde sich da nicht freuen. Wir machen dieses Auto einfach schöner, als es vorher war. Mit unseren Pfoten abdrücken. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier so gut wie keinen hinterlasse, aber naja. Gut, unsere Arbeit ist erledigt. Gut, Gecko-Welt. Irgendwo gab es hier ja ein Gecko-Gebäude. Vielleicht da? Hier. Hier ist es. Das hatten wir ja schon gesehen. Hallo, ich hätte gern ein Glas Milch. Ich bezahle auch mit Blinkies. Keiner da. Oder ich werde ignoriert. Jaha. Muss ich helfen, irgendwelche Spuren zu verwischen? Hi, dein Mensch scheint beschädigt zu sein. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich. Meine Schwester Ramune ist nämlich weggeflogen. Das klingt ernst. Bis dahin ist eigentlich noch alles normal. Sie fliegt gerne draußen herum und bringt jedes Mal Geschichten aus der Nachbarschaft mit. Heute schien es besonders sicher zu sein. Auf der Straße sind keine Autos unterwegs, weil die Menschen die undichten Rohre reparieren müssen. Das erklärt, warum die Straßen so leer sind und so nass. Igitt! Aber das ist halb so wild. Das Problem ist, dass Ramune vorhatte, gegen eine Katze zu kämpfen. Oh oh, du sagst es. Letzte Woche hat sie einen Gecko gegen Bosskatze-Filmmarathon eingelegt und will seitdem gegen eine Katze kämpfen. Ich dachte, sie meint einen Spielkampf, also habe ich vorgeschlagen, ich könnte Bosskatze sein und sie Gecko. Aber sie möchte wohl gegen eine echte Katze kämpfen. Moment mal, bist du keine echte Katze? In ihren Augen nicht. Ich bin nur der große Bruder, der sie gewinnen lässt, wenn wir Gecko spielen. Sie hat sich eine richtige Herausforderung gewünscht mit einer echten Katze. Ich wollte gerade nach ihr suchen, aber unser Mensch hat den leeren Vogelkäfig bemerkt und... naja. Meine Schwester und mein Mensch brauchen mich beide. Wie soll ich mich entscheiden? Das brauchst du nicht. Ich sehe mich sowieso in der Gegend um, also kann ich auch nach Ramune Ausschau halten. Wirklich? Das wäre sehr nett von dir. Kein Problem. Sag mir einfach, wie sie aussieht. Kennst du diese blauen Vögel, die man auf der Straße sieht? So eine ist sie, aber leuchtend gelb. Sehr schnell und extrem quirlig. Was mache ich, wenn ich sie gefunden habe? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Ah, ich hab's. Der perfekte Plan. Ramune kennt dich nicht, also wird sie dich für eine echte Katze halten. Ich bin eine echte Katze. Und wenn du sie einfängst und wieder entwischen lässt, ist das, als hätte sie die echte Bosskatze besiegt. Sie wird sich so freuen. Das klingt auch eine Menge Spaß. Ich war noch nie der Boss von irgendwas. Dann ist das jetzt deine große Chance. Orientiere dich einfach an dem, was Ramune macht. Sie fliegt gerne vor dem Laden die Straße entlang. Super, ich bringe Ramune nur nach Hause. Ich meine, gegen die Bosskatze hat die Gecko keine Chance. Danke, Bosskatze. Okay. Oh. Oh. Das war schon so. Oh, Bosskatze, werde ein großes Kätzchen in einer kleinen Stadt. Rah! Oh nein, das ist irgendwie alles kaputt gegangen. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht, wie das geschehen konnte. Okay. Bist du nicht, aber ich will ein Vögelchen fangen. Oder auch nicht.
Ich muss ja ein bisschen üben. Wo es ernst wird. Ich glaube, den erwische ich den. Oh ja, den habe ich erwischt. Sehr schön. Okay. Supermarkt. Oh, knapp. Oh, eine Box. Falscher Knopf. Oh, wir haben die, das war die letzte Kiste. Ich wusste nicht mehr, ob wir die schon hatten. Ab in die Kiste. Mach es dir in 5 Pappkartons bequem. Gut. Okay, wo ist jetzt dieser gelbe Vogel? Sieh's, fliegt die Straße entlang. Da ist ein gelber Vogel. Zusammen lernen alle Tiere kennen. Oh, das waren jetzt alle Tiere. Okay. Oh nein, die Bosskatze hält gekonnt ihren Clown gefangen. Ist dies das Ende unserer Heldenfigur? Ich bin die böse Katze. Ich bin die Bosskatze. Ich bereite dem Spaß ein Ende. Diesmal lässt sich die Bosskatze nicht von Gecko überlisten. Ich kann. Oha, das ist so böse. Danke, ich meine. Muhahaha. Gecko zack. Gecko bumm. Gecko krach. Du hast schon wieder verloren, Bosskatze. Was für ein glorreicher Sieg für Gecko. Warte nur, bis mein Bruder davon erfährt. Tada! Erledigt. Ich kann das nicht lesen. Katze, willst du eine Revanche? Klingt verlockend, aber ich bin gerade nicht im Dienst. Ich erhole mich noch. Oh, hallo, du fremdes Geschöpf, den ich nie zuvor begegnet bin. Bist du etwa die berühmte Bosskatze? Das war ich mal. Nach meiner letzten Leistungsbeurteilung bin ich zur Mitte. Allerdings, mir ebenfalls völlig fremdes Tier. Ich bin die Bosskatze. Das war ich mal. Meine Schwester hat mir von eurem epischen Kampf erzählt. Schade, dass ich ihn verpasst habe. Macht nichts. Je weniger Zeugen, desto besser. Als Trostpreis bringe ich dir ein beruhigendes Emote bei. Muffins machen. Was auch immer das ist, ich knete es richtig durch. Und jetzt muss ich mich wieder meinen Menschen zuwenden. Bevor er sich erholt hat, muss ich noch viel gekuschelt werden. Es hat mich gefreut, euch beide kennenzulernen. Viel Glück mit den Menschen. Tschüss, Bosskatze. Ich helfe. Ja. Guck mal, wie glücklich wir gucken.